Ja, herzlich willkommen zurück. Und da kommen sie auch schon. Attacke! Hier keine Muni hier. Wir suchen das Geschäft. Ach, immer noch? Warum? Was ziehst du hier an? Ich hab dich gleich durchschaut. Und ich dachte, du wärst mein Freund. Immer noch durchsuchen das Geschäft. Irgendwie ist das eine komische Stelle gerade hier an dem Spiegel, aber ja gut. In dem Schuhgeschäft hier waren wir doch schon. Ich verschicke Audio-Tagebücher wie gottverdammte Flaschenpost über die Rohrpostleitungen und hoffe, dass eine durchkommt und mich jemand rettet. Wenn Sie dies hören, schicken Sie Hilfe. Ich halte mich im Schuhgeschäft versteckt. Der Code lautet 0928. Komischer Zahlendreher hier. Nietzsche sagte, man muss noch... Tja, du hast schnell Ruhe gegeben. Ja, ist ja mega. Gar keine Munition, um das Ding jetzt kaputt zu machen. Na doch, jetzt. Aber alles sehr knapp hier. Ja, das Zeug liegt hier schon. Diese Stadt kennt einfach keine Gnade. Alle meine Audio-Tagebücher mit den Hilferufen sind ungeöffnet zurückgekommen. Mit der Aufschrift zurück an Absender. Ja, mag ja sein. Wir suchen Rapture on Ice. Ja, irgendwo ist er hier noch, wäre. Na, hier. Ruhe im Karton hier. Ja, komm, geht her. Gib her und halt die Gusch. Oder so. Mal durchlaufen, den ganzen Spaß hier. Wir sind beim Rapture on Ice. Ja, gut. Also müssen wir hochfahren, weil da unten waren wir dann halt eh schon auch. War jetzt halt nicht mehr meine Erinnerung. Jetzt gucken wir mal, was hier oben abgeht. Da sind schon mal zwei Gegner. Das kann man auch so regeln. Und so regeln.
Ich hab gerade gespeichert, wenn ich das richtig gesehen habe. Die Plasmidabteilung scheint dort hinten zu sein. Da finden wir bestimmt etwas Nützliches. Da brauchen wir Lockpicker, okay. Versuche Rapture, nice. Ja, wo ist der Pfeil? Wo geht er hin? Ich sehe keinen. Ja, der zeigt da rein. Also will ich mich hier erstmal umgucken. Sinnigerweise. Munition für Tommy Gun. Oh, okay. Genbomben verkauft, was mit Upgrade. So. Willkommen im Zirkus der Werte. Man kann durchaus Munition kaufen. Mache ich jetzt auch mal. Jetzt hat man immer so wenig Munition hier. So kann der nur so wenig tragen, ist ja schräg. So, dann gucken wir mal, was da drüben noch los ist. Wo die beiden hier herkommen. Sind wir schon umgesehen vernünftig? Offenbar gibt es hier nichts. Na komm, dann mach das mal auf. Mal sehen, was ich tun kann. Erledigt. Hey, Butz. Na, wo ist der andere? Hör dich doch. Ja, lad nach. Lockpick. Bitte schön. Yay. Yeah. Wir können ein wenig Schild aufrüsten. Und haben eine Audiolog gefunden. Ihre Winkeladvokaten werden Ihnen bei dieser Sache nichts nützen, Ryan. Sie haben in Ihrer Werbung für das Federchen Frost Plasmid gesagt, dass es Eis produziert, nicht trocken. Die Eisskulptur, die wir für die diesjährige Gala im Kashmir bestellt hatten, steht ja jetzt seit einem vollen Monat. Die ganzen 1200 Kilo. Und wer darf nach wie vor diese Almiete bezahlen? Sie jedenfalls nicht, Sie Uhrensohn. Tja, und das kommt auch nur wegen dem Zeug hierher, ne? Wir haben Schockjockey. Das war gut, glaube ich. Warum hat Ryan alle Anhänger von Fontaine in ein Warenhaus gesperrt? Auf die Art wurde er Fontaines Schergen los und schaffte sich gleichzeitig die Konkurrenz vom Markt. Könnte man zurück und da auch die Tür aufmachen. Ryan ist ein Verfechter des freien Marktes und des freien Wettbewerbs. Solche Ideale verlieren schnell ihren Glanz, wenn dein Mitbewerber dir die Butter vom Brot nimmt. So oder so, Fontaine ist tot. Das heißt, dass wir unbedingt besuchen Rapture und Eis, aber ich möchte noch mal. Wen haben wir da? Du wirst dich übertreffen oder sterben! Ach, den hätte ich eigentlich auch so fertig machen können, ne? Naja.
Ich will jetzt erstmal hier nochmal runter und die Tür hier öffnen. Dafür steht mal fest. Ist hier. So. Oh. Gut. Wollen wir mal sehen, was hier so noch jetzt, wo es hier hingeht. Hier waren wir schon. Da bin ich vorhin runtergefallen. Ach so, kommt man hier unten an das Secret ran, ne? Kritische Treffer verursachen extra Schaden und verbrauchen eventuell keine Kugel. Nehmen wir sogar an, weil das klingt sehr gut. Ah, so geht das irgendwie. Hey, da liegt da noch was. Goldbaum. Hab ich doch richtig gesehen, dass da irgendwas noch gelinkt hat. So, komm, mach die mal weg. Können wir jetzt auch wieder hochfahren? In der Tat. Puh, Tür zu und sie steht wieder drin. Eben stand sie noch da unten, ne? War schnell hochgesprungen und hat die Tür zugemacht. Naja. So, dann wieder auf und oben. Haben wir das Secret auch noch mitgenommen. Wundert mich, dass ich zuvor die ganzen Audiologs irgendwie anscheinend nicht hatte, ne? Willkommen im Zirkus der Werte. Schnipp ist dummerweise ziemlich schnell, ja. Ja, komm dann. Es ist gucken wir mal hier. Und jede Wette, die Kälte kommt nicht nur von dieser Eisbahn. Wie hört, versteht man die eh nicht, die Audiolog? An Pneumolines und Frachthaken zu hängen, verschafft ihr eine Chance auf einen Winterschild und erhöht den Schaden für 5 Sekunden. Nehmen wir mit, passt schon. Ein Lockbefehl für den Safe, okay. Ich bekam einen Ausschlag am ganzen Körper. Meine Haut wurde ständig schwarz, wie in einem der Arm abfault. Wollt du nicht ganz die Blutklappen übereinander anziehen? Ich frage mich ungern, aber geht das allen zu? Da sollen wir hin, hier können wir uns erstmal umgucken. Oh, stapfen mal schön durch den Schnee hier. Oh, das sah gerade aus wie ein Lockpick, ist aber keins. Oh, hier gibt es irgendwie gar nichts. Oh, ein bisschen Geld gibt's hier. Vielleicht nicht genau genug geguckt. Wir hinterlassen auch keine Schritte im Schnee, finde ich auch lustig. Da liegt ein Lockpick, alles klar. Habe ich mir noch gedacht, dass sich da sicherlich eins finden lässt. Dann so, machen wir auf das Ding. Einer muss Schmiere stehen. Einer muss Schmiere erledigt. Stehen. Oh, jede Menge Money. Absinth trinken. Gesundheit plus Eve minus. Oh, hier. Er wird da blind, wa?
Geil. Ja gut, dann geht's halt geradeaus weiter. Gucken, was auf uns wartet. Oder wer? Da sind ein paar Typen unterwegs, ne? Gut. Fest auf die. Okay. Ja, die kann ich in der Tat gerade gut gebrauchen. Zack, Butz. Da hat er gespeichert. Aber das müssen wir jetzt noch nicht nutzen, glaube ich. So, folgenmäßig. Erstmal looten wir die Typen ab hier. Wieso hat er so eine eisige Hand? Bis ich diese Kraft von dem erfunden kriegen bin, wa? Das Plasmid. Oder haben sie vergessen, warum wir hier sind? Ja, sag mal, was willst du mich denn jetzt nerven? Wir gucken uns hier erstmal um. Zeug, was wir gebrauchen können. Oh, hier. Munition. Ja, der Karabiner ist mit Sicherheit besser wie die alte Pistole. Soll ich diese Vitrine öffnen? Wo? Welche Vitrine? Das hier meinst du? Irgendwie oder was? Hey. Ansonsten, ja. Was gibt's hier unten? Hier läuft nur noch Eis, ne? Und der hat einer richtig gelitten. Erstmal gucken wir uns hier um. Wieder. Boah, Eve. So, das liegt jetzt hier gerade rum, oder was? Bitten, ja. Ja, mag ja sein. Aber wir wollen hier erstmal, bevor das alles irgendwie weitergeht und hier gleich wieder ein Krieg entsteht, erstmal in Ruhe Zeug einsammeln. Sardinen essen, den Wein kann ich erstmal stehen lassen. Lass mal gucken, was hier so los ist. Da war noch Munition für die Pistole, aber die habe ich ja jetzt nicht mehr mit bei, weil wir das schicke Teil hier haben. Ja, was haben wir hier? Munition von Revolver. Jetzt wo ich den nicht mehr habe. Aber ich kann davon eh nicht so viel tragen und das Teil hier sieht schon gleich deutlich besser aus. Jo, komm, denn. Kriegst du das auf? Echt? Dieses olle Schloss? Ja, sieh zu, wenn du kannst. So. Verdammt, dieser Dreckskerl hat jede einzelne Flasche Federchen Frost getrunken. Ich habe eine Idee. Oh, was war das? Ein neues Plasmid. Ja, alles klar, im Bett. Schaffe ich Dinge, die existieren könnten, es aber nicht tun. Das verstehe ich nicht ganz. Wie heißt es? Riss. Wo haben Sie das her? Eine Frau gibt ungern ihre Geheimnisse preis, Mr. DeWitt. Freeze your enemies. Shatter them into a thousand pieces. Ist klar. So, jetzt will ich aber. Eigentlich konnte man die Kräfte hier ja auswechseln, ne? Weil den Elektrobolt wollte ich eigentlich behalten, wenn es geht. Ah, Shock Jockey.
regnen das noch? Ah, hier, ne? So, das heißt, Schöpferbier und dieses Gefriergedöns. Jetzt müssen wir wieder zurück. Ja. Können wir ja machen. Ja, wo seid ihr? Ja, ich doch. Es wäre dumm, sich mit weniger zufrieden zu geben. Na komm. Kann das mal jemand für mich nachladen? Okay. Seit wann Sie sind zwar meine Klientin, aber es wird Zeit, dass ich ein paar Antworten kriege. Meine Absichten hier gehen Sie nichts an. Sehen Sie mich als Mittel zum Zweck. Wieso habe ich das Gefühl, dass das alles eine Pfanne ist? Wie gesagt, ich treibe Schulden ein. Es gibt eine offene Rechnung und meine Auftraggeber wollen die Sache geregelt wissen. Das ergibt bloß keinen Sinn. Wenn Ihnen unser Arrangement nicht passt, die Tauchkugel ist da hinten. Jetzt geht das Ding wieder nicht auf, oder wie? So könnt ihr nicht mit mir reden. In Ordnung. Macht euch bereit. Sie können so reden. Ja, der Samurai sorgt dafür, dass wir Munition sparen. Das macht es uns einfacher, ne? Oh, wo ist denn der hingepackt? Weg ist er. Ist ja geil. Das sah ja witzig aus. Ärgerlich aber um die Munition. Die ich gerne gehabt hätte. Oh. Wie lautet die größte Lüge der Welt? Was ist das Brutalste und Obszönste, das der Menschheit je angetan wurde? Die Sklaverei? Der Holocaust? Die Diktatur? Nein. Können wir ja sicherlich wieder hier runter. Bosheit erschaffen wurde. Der Altruismus. Immer wenn jemand einen anderen seine Drecksarbeit erledigen lassen will, appelliert er an dessen Selbstlosigkeit. Denk nicht an deine eigenen Bedürfnisse, sagt er. Denk an deinen Nächsten. Egal, wie es gerade ist. Staat, die Armen, Militär, der König oder Gott. Die Liste hat kein Ende. Welche Katastrophe hat je mit den Worten "Denk nur an dich selbst" begonnen? Diejenigen, die für den König und das Vaterland schreien, sind die schlimmsten Zerstörer. Diese Verkehrung der Dinge, diese Suche ist... Jetzt heißt es, alles oder nichts! Hier, Munition! Bitte sehr! Na dann? Geht klar! Einfach allen einen Frontdatz gehauen, ne? So geht's dann wohl auch. Und da lag noch Money, ne? Hätte ich vorhin schon mal entdeckt noch, dass ich das wieder vergessen hatte. Das ist auf einmal drauf.
Ja, dann stell ihn nochmal hin. Waffenautomat, mega. Medizin, sofort nehmen! Ja, die brauche ich auch, gib mir. Du Drecksack. Könnte Muni gebrauchen, ne? Na, wir gucken mal. Ja, dann erschaffen wir mal die Eisbrücke. Wenn wir genug Eve hätten. Das ist jetzt natürlich blöd. Aber wir können uns das mit dem Sister her wünschen. Das ist alles cool. Offenbar. Wenn Sally nicht ihre Tochter ist, was bedeutet sie ihnen dann? Warum riskieren sie für sie ihr Leben? Gehört das zum Job? Sie schulden mir keine Erklärung. Sie ist nur eine Weiße. Nach Fontaines Niederlage war die Stadt voll davon. Und? Keine Ahnung. Haben Sie immer einen Grund für jede Dummheit, die Sie begehen? Sie tauchte ausgehungert auf und ich war blöd genug, sie durchzufüttern. Ich hätte wissen müssen, dass ich sie nie wieder loswerde. Wie haben Sie sie verloren? Das geht Sie nichts an. Munitionsmangel, das gefällt mir gerade nicht. Gefällt mir so gar nicht, ne? Komisch. Ja, komisch. Ist nicht komisch, das ist kacke, ist das. Das ist schon besser. So, Ausrüstung. Nahkampfkills spenden eine kleine Menge Gesundheit. Nahkampfexekutionen spenden eine große Menge Gesundheit. Ja, diese Ausrüstung möchte ich definitiv anlegen. Das ist gut. Das hilft uns. Das hilft uns sogar eine ganze Menge. Jetzt haben wir hier wieder so eine Kugel, ja? Okay. Ja, vielleicht speichert er ja sogar jetzt gleich mal. Was jetzt ziemlich gut passen würde. Gebiet verlassen. Ja, das passt perfekt. Weil da wird er nämlich jetzt speichern bei. Genau. So, ist das jetzt noch eben zu Ende angucken und dann beende ich die Folge dann. Ich sag schon mal bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Bioshock Infinite. Macht es dann gut oder besser. Stimmt nicht mit Ihnen. Ja. Sie passen nicht nach Rapture. Überhaupt nicht. Wenn Sie damit meinen, dass ich niemals Andrew Rhines Buchclub beitreten würde, liegen Sie richtig. Andere Bücher, aber die gleichen Fanatiker. Ich spiele. Was? Sie haben mich gefragt, wie ich Sally verloren habe. Ich spiele. Brachte sie an einen Ort, an dem ein Kind nichts zu suchen hat. Ich war am Gewinn. Und an einem solchen Ort sollte man ein Kind nicht aus den Augen lassen. Aber sie taten es. Ja, und jetzt ist es nun mal so. Aber die Preisfrage lautet... Was haben Sie mit ihr zu tun? Ich habe ein Interesse daran, sie beide wieder zusammenzubringen. Ist das nicht Grund genug? Hoffentlich hat Cohen die Wahrheit gesagt und wir finden Sally hier. Nicht auszudenken, was sie einem Kind an einem solchen Ort antun könnten. Cohen ist völlig verrückt vom Splicen. Er denkt wohl, es sei Kunst, ein Kind in ein Gefängnis zu sperren. Je eher wir sie finden, desto besser. Sally!